Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Seit 2 Wochen habe ich wieder mal einen Hund bei mir, und zwar den Leon. Leon ist ein 3,5-jähriger Original Shoshu. Und er ist auf seine Art schon sehr speziell. Das heißt, Fremden gegenüber ist er sehr misstrauisch, egal ob das ein Mann oder eine Frau oder ein Kind ist. Er lässt sich auch von niemand Fremden streicheln, was ja auch nicht unbedingt sein muss, ne? Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich so ein bisschen, ja, Angst kann man es jetzt nicht direkt nennen, aber so den Respekt ihm gegenüber verloren habe, beziehungsweise bis das Eis zwischen uns beiden geschmolzen ist. Ja, aber wenn man diesen Punkt mal erreicht hat bei ihm, dann ist er ein richtig cooler Hund, muss ich schon sagen. Ja, man kann auf Deutsch gesagt mit ihm dann Pferde stehlen. Anfangs habe ich mich auch kaum getraut, ihn zu berühren und zu streicheln, und ja, aber mit der Zeit wurde das immer besser, und mittlerweile knuddel ich ihn und drück ihn, und ja, ich kann eigentlich alles mit ihm machen, überhaupt kein Thema mehr. Und seit einigen Tagen, wenn er mich morgens begrüßt, dann reibt er immer seinen Kopf und seine Nase so an meinen Beinen entlang. Das ist so ein Zeichen, dass ich jetzt zu seinem Rudel gehöre. Leon hat auch die Marotte wie der vorherige Hund, auf den ich schon mehrmals aufgepasst hatte. Der Hund Digger, der Cocker Spaniel. Vielleicht hast du die Videos darüber auch gesehen, weiß ich nicht. Also ich betreue ja des Öfteren mal Hunde, ja. Und ja, die Marotte ist, dass er mir auch ständig folgt. Das heißt, wenn ich von einem Raum in den anderen gehe, dann läuft er immer hinterher, und gehe ich wieder zurück, dann läuft er auch wieder hinterher. Und ja, wenn ich jetzt nicht im gleichen Raum bin wie er, die Türe aber offen ist, er aber weiß, dass er nicht rein darf, dann legt er sich immer so nah wie möglich an die Türe ran, damit er halt so nah wie möglich an mir ist oder alles beobachten kann. Ja, das ist schon manchmal anstrengend, muss ich schon sagen. Aber ich habe jetzt in den 2 Wochen ja Zeit gehabt, mit ihm ein bisschen zu trainieren und zu üben, dass er das nicht mehr tut. Und seit 3 Tagen ist es deutlich besser geworden. Und wenn ich da den Raum verlasse, bleibt er schon auch mal da liegen, wo er sich gerade befindet. Oder wenn nicht und er aufsteht, das höre ich ja dann ermahne ich ihn direkt. Und dann setzt er sich oder legt er sich dann auch wieder hin. Von daher ist es also schon deutlich besser geworden und das Beisammensein jetzt viel entspannter mit ihm. Ja, und in der Zeit, in der Leon bei mir war, habe ich an einigen Tagen, also nicht täglich, immer mal wieder die Kamera für dich gezückt und einige schöne sowie auch seltene und auch lustige Szenen für dich gedreht. Die habe ich jetzt für dich in diesem Video zusammengeschnitten. Jetzt zeige ich dir Leon aber erstmal. Da liegt er, der kleine Mann. Ja, wir waren gerade spazieren. Deswegen hat er auch sein Geschirr noch um. Denn normalerweise, wenn ich mit ihm vom Spaziergang zurückkomme, nehme ich ihm das Geschirr immer direkt ab, weil das ist ja auch noch warm und ja, dass er nicht unnötig schwitzt. Aber da ich jetzt gleich vorhabe, mit ihm in den Garten zu gehen und ihn dabei an die Leine nehmen möchte, da wir ja hier direkt an der Straße wohnen und man ja nie weiß, ne? Deswegen habe ich es ihm direkt angelassen. Das Spezielle an Leon ist auch noch, dass er extrem dickes Fell hat, auch sehr dickes Unterfell und dann auch noch schwarz und dadurch sehr schnell sehr schwitzt, ist ja klar, ne? Und deswegen ist es am vernünftigsten, entweder morgens oder am frühen Vormittag
mit ihm spazieren zu gehen, möglichst an schattigen Wegen. Dann kann er noch sehr gut laufen. Tagsüber dann ja, entweder nur mit ihm in den Garten oder nur einen ganz kurzen Gang, damit er mal eben den Druck los wird, also mal eben Pipi machen kann. Und ansonsten dann erst wieder abends so ja, zwischen 17 und 21 Uhr, je nachdem, wo man lang geht. Sonst möchte er dann gar nicht laufen. Ja, und er leidet leider schon an Arthrose und hat sich wohl zu Hause, kurz bevor er mir gebracht wurde, auch am Hinterbein verletzt. Deswegen konnte ich jetzt die ganze Zeit keine längeren Spaziergänge mit ihm machen, leider. Aber es lief trotzdem ganz gut und wir haben einiges erlebt. Es waren trotzdem sehr schöne Spaziergänge. Ich habe halt immer zwischendurch mit ihm Pausen gemacht, damit er sich ein bisschen ausruhen konnte. Und da ging das ganz gut. Ansonsten ist Leon einfach ein ganz lieber Kerl. Ne? Schnupfelchen? Ja. Und er liegt natürlich besonders gern auf schönen kalten Fliesen. Ja. Kleines Männlein. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei dem Zusammenschnitt mit Leon. Hier laufe ich vormittags immer mit dem Hund, denn dann ist hier noch wunderbar Schatten zum größten Teil. Und auf dem Rückweg laufe ich dann sogar teilweise auf der anderen Seite, da dann der Schatten dort noch größer ist als da, weil hier kommen vormittags kaum Autos. Juhu, dann gehen wir mal jetzt. So schön die Blümchen hier am Wegesrand. Ich finde die so herzig, die kleinen Blümchen. Aber das interessiert Leon nicht, ne? Schnell aus der Sonne. In der Sonne laufe ich immer ganz schnell mit ihm und im Schatten dann wieder schön langsam. Ach, langsam, Leon. Eine Zeit lang war jetzt hier, es war jetzt hier auch einige Wochen die Kanalbrücke gesperrt. Mal zurück, Auto. Ah, wo ist der Bus? Unser kleiner Bus. Das war mal richtig angenehm. Da fuhren hier den ganzen Tag, ja, vielleicht 2-3 Autos nur so von den Anliegern. Ansonsten kam kein Auto, da konnte man die ganze Zeit hier mitten auf der Straße laufen. Vor allem war es auch so schön ruhig. Ja. Naja. Wir gehen mal weiter. Leon und das Pferd. Er ist ganz aufgeregt. Leon, Schluss! Kriegt doch Angst, das Pferd. Ich weiß nicht, ob er das jagen möchte oder warum er dann so bellt und aufgeregt ist. Schluss jetzt. Keine Ahnung, was ihn da so treibt. Komm schnell aus der Sonne, dass du wieder in den Schatten kommst. Nein. So schön auch die Sonnenblumen hier, finde ich. Total schön. Vorm Haus.
So, Leon sitzt jetzt hier im Schatten auf dem kühlen Boden. Vielleicht legt er sich gleich. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich schaue, ob ich hier noch ein paar leckere Brombeeren wieder finde. Als nächstes Frühstückchen. Ah, die sind immer so weit oben. Schwierig, aber nichts ist unmöglich, sage ich immer. Gut, dass ich 1,80 groß bin. Komme ich da dran. Lecker. Leon, jetzt wurde ich jäh unterbrochen, da gerade dieses Pferd vorbeikam und Leon sofort hin ist und das Pferd angebellt hat. Naja, 3-4 Brombeeren habe ich erwischt, jetzt gehe ich nicht nochmal in die Hecke. An meinem Bein habe ich schon jetzt jede Menge Dornen und Brennnesselschmerz, das reicht mir. Ist gut, Leon. So, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Heute möchte ich dir mal was zeigen. Und zwar folgt mir Leon seit 3 Tagen mehr oder weniger nicht mehr, wenn ich hier die Räume verlasse. Ich demonstriere dir das jetzt mal. Ich bin jetzt in der Küche. Wie du siehst, hier ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, weil es so heiß draußen ist. Er bleibt schön gechillt dort liegen. Selbst wenn ich ins Bad gehe. Ja, das habe ich nur mit eiserner Disziplin geschafft. Ich habe immer wieder geübt mit ihm. Bin in verschiedene Räume. Er ist immer wieder hinter mir her. Und bin immer wieder hin und her und her und hin. Und irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt. Und ich habe ihn auch immer wieder verwiesen auf einen bestimmten Platz. Ja, und in den meisten Fällen bleibt er jetzt da liegen, wo er sich gerade hingelegt hat. Dann möchte ich dir noch einen wertvollen Tipp geben. Wenn du auch einen Hund hast, der sehr schnell schwitzt, wenn du mit ihm draußen warst und vor allem danach noch lange schwitzt, dann nimm einfach ein großes Handtuch, mach es mit lauwarmem Wasser nass, fring es gut aus und gebe es über den Hund, so wie ich das jetzt gemacht habe, also vom unterm Kopf bis hinten hin über ihn rüberlegen, so 20 Minuten circa belassen oder auch kürzer, je nachdem. So kommt der Hund viel schneller runter, als wenn man das nicht macht. Das habe ich auch schon mit anderen Hunden gemacht. Ja, das wirkt wunderbar. Natürlich nur im Hochsommer. Selbst bei Leon wirkt das super. Denn wenn ich das nicht machen würde, dann würde er jetzt mindestens noch eine halbe, dreiviertel Stunde lang hecheln und erst dann runterkommen, da wir gerade eine Stunde zusammen draußen waren und es recht warm ist. Wir waren zwar hauptsächlich im Schatten, aber die Luft ist ja trotzdem warm. Ja, ne, Schnupfe. Man erkennt dich gar nicht, weil es so dunkel hier ist. Ja, ich habe überall die Rollläden unten, weil es einfach so warm heute ist. Es wird 35 Grad. Oh, das hält ja niemand aus. So ein Hund schon mal gar nicht, ne? Schnupfelchen. Ja.
nach Indien. Sitzt gerade mal wieder mit Leon im Garten und er passt schön auf. Fein, Leon. Passt schön auf. So muss das sein, ne? Schön die Tante bewachen. Ich wusste gar nicht, dass er auch bellen kann. Normalerweise bellt er nie. Aber die Nachbarshunde bellen so oft, also ja, was heißt täglich, ganz extrem, vor allem die neben uns, echt ätzend, ganz schlecht erzogen, eigentlich gar nicht erzogen. Und die hatten bis jetzt 2 Hunde und ich glaube, die haben sich jetzt noch einen dritten dazu geholt. Hilfe. Da ist Leon dagegen harmlos. Weil die haben ein ganz lautes Bellen und so richtig boshaft. Und die zerfleischen sich dann schon gegenseitig fast beim Bellen. Also echt extrem. Nun ist gut, Leon. Nun ist genug, Schatz. Nun reicht's. Man sieht ihn gar nicht mehr. Leon, Schluss jetzt. Gut. Schluss. Komm her. Komm. Komm hier hin, Schatz. So ist fein, Männlein. Hast du fein aufgepasst, ne? Ja. Super. Feines Männlein. Hm? Ja. Nee, und die Hunde von den Nachbarn, die kriegen sich dann vor allem gar nicht mehr ein. Selbst wenn das Frauchen dann die zur Resonanz ruft, da reagieren die gar nicht drauf. Ja, echt übel. Und das mehrmals Nachmittag ganz laut. Da ist Leons Bellen dagegen wirklich nichts, ne, Schnupfe? Vor allem hört er ja dann auch auf, wenn man es ihm sagt. Und kurz aufpassen ist okay, das darf er. Muss mich ja auch bewachen, ne? Ja. Schnüpfelchen. Und Teddybärchen. Kriegst nachher noch Fellpflege. Hm? Ja, dann sollte man täglich bürsten, damit das dicke Unterfell rauskommt. Und auch die Augen und der Mund muss oder sollte täglich mehrmals gereinigt werden, da seine Augen immer sehr tränen. Und ja, er halt viel sabbert. Und auch beim Trinken viel schlabber, dadurch ist dann immer sein ganzer Hals nass. Und wenn man das nicht danach immer direkt abtrocknet, dann entzündet sich das auf Dauer und die Augen auch. Ja, und das Fell muss halt viel gebürstet werden, damit er eben nicht so schwitzt und damit sich das nicht so verfilzt. Er hat ja so dickes Fell, wie du hier hinten siehst. Ja. Ah, wir haben wieder einen schönen Tag zusammen gehabt heute. Er hat heute Bekanntschaft mit einem Schäferhund-Mix gemacht, aber einem ganz lieben, der ist erst 1,5 Jahre alt. Leon wollte unbedingt auf eine Wiese. Wir sind jetzt auf einer, jetzt weiß ich auch warum, weil er gerne Gras fressen wollte. Wahrscheinlich zum Haare auswürgen. Jetzt hat er sich gefreut, dass wir hier auf dieser Wiese sind. Fein, Leon. Leon, guck mal da. Hier ist noch mehr Gras. Guck mal. Lecker. Komm mal hier hin. So ist fein. Da ist noch mehr Gras. Das ist besser. Löscht auch gleichzeitig den Durst. Ist ja alles nass vom Regen. Jetzt ist es auch zum Glück trocken.
können wir schön einen kleinen Gang zusammen machen, ne, Leon? Das ist fein. Er geht so gerne in Wiesen. Krass. Dann knabber du mal noch ein bisschen. Fein, Männlein. Jetzt ist er eben vor Freude herumgesprungen. Das hat er bis jetzt, seit er diesmal bei mir ist, noch gar nicht gemacht. Süß. Es ist fein hier, Leon. Leon! Ja, komm! Ja, super! Fein, Männlein. Kleine Rast. Am Maisfeld. Leon ist ein richtig meditativer Hund. Da er immer zwischendurch während dem Spaziergang stehen bleibt, andächtig und alles belauscht und bewundert oder sich hinsetzt, um alles in sich aufzunehmen. Ja, daran erinnert er einen wieder an die schönen kleinen Dinge und auch mal innezuhalten zwischendurch. Das ist wunderbar. Ne, Schatz? Ja. Bist du wieder am Sabbern? Ja, das macht er manchmal, dieses Sabbern an den Lefzen unten. Aber nicht immer, nur manchmal. Auch seine Augen tränen des öfteren mal. Und das muss man halt dann beides immer zwischendurch wieder trocknen und säubern. Und dann ist es gut. Wenn man das nämlich nicht macht, dann entzündet sich das sonst auf Dauer. Aber das mache ich mittlerweile ohne Probleme. Ne, Spatz? Wir haben jetzt 9.30 Uhr. Und ich versuche jetzt mit Leon zu dem kleinen Wäldchen, was da vorne anfängt, zu laufen. Mal schauen, ob er bis dahin mitläuft. Ich hoff's. Es ist noch nicht so warm. Und da könnte es vielleicht gehen. Da ich nachher ein paar Stündchen bei meiner Tochter die Wohnung reinige, und da ja mit dem Fahrrad hinfahre und danach noch ein bisschen was einkaufen gehe, habe ich mir überlegt, dass ich heute aus dem ersten Gang den längsten mache. Und jetzt hat er auch geschlafen ja heute Nacht. Von daher müsste er ja jetzt noch fit sein. Jo, und so klappt das hoffentlich. Dann hab ich das nämlich schon hinter mir und er auch. Aber wenn ich dann wieder zurückkomme, dann bin ich bestimmt K.O. Nein, da können wir nicht hin. Ja, wir sind am Anfang. Ich möchte dir mal was zeigen. Hier wächst übrigens auch die silberne Taubnessel. Zuerst hatte ich gedacht, das Video hier zu drehen. Da hier niemand wohnt und ich hier ungestört wäre, aber da das direkt an der Straße ist und hier ja doch des Öfteren Autos vorbeifahren und dort auch direkt die Autobahn ist, habe ich mir gedacht, nee, dann ist das bestimmt zu laut für das Video. Und deswegen pflücke ich hier die auch nicht. So, dann wollen wir mal weiter, ne? Schauen wir mal, wie weit du läufst. Das kleine Stückchen hier ist jetzt noch frei, ohne Bäume. Das müssen wir jetzt noch schaffen und dann gehen wir links rein. Also es gibt auch geradeaus einen Weg. Der ist aber die ganze Zeit mehr oder weniger ohne Bäume. Und zu warm dann für Leon. Ja, und wenn wir jetzt hier links reingehen, dann kommen wir eben in das kleine Wäldchen.
Und dort sind dann jede Menge Bäume und ist schön viel Schatten. Hier ist übrigens ein Teich. Ja, der ist jetzt reichlich zugewachsen. Ja, cool. Frisch gemäht. Letztes Mal war das Gras ja hier schon so hoch, dass man kaum mehr laufen konnte. Zuletzt war ich ja hier mit dem Hund Digger. Du erinnerst dich? Also falls du das Video angeschaut hast, weiß ich ja nicht. Ja, und ich habe wieder geschlossene Schuhe, Strümpfe und meine Stulpen an, wegen der Zecken. In letzter Zeit habe ich auch keine Zecken mehr bekommen, da ich entweder, wie gesagt, alles geschlossen hatte an den Beinen oder wenn ich mit einem Kleid oder einer kurzen Hose unterwegs war, mich vorher mit Kokosöl eingerieben habe. Also die Stellen, die nicht mit Kleidung bedeckt waren. Ach, wie schön, wieder hier zu sein. Ich war schon mal mit Leon hier, das letzte Mal, als er bei mir war. Aber da hatte er ja keine Verletzung am Bein und die Arthrose wohl noch nicht so schlimm. Da war das auch kein Thema, ne? Da sind wir richtig weit hintergelaufen und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Das finde ich immer so süß an ihm, dass er zwischendurch sich dann hinsetzt und schaut und lauscht. So ein meditativer Hund. Ja, und ich tue dann das Gleiche. Es tut mir ja auch gut. Das gefällt ihm hier. Aber man merkt auch direkt, wenn man hier reinkommt, hier ist gleich schon einige Grad kühler. Krass. Na Leon, das gefällt dir. Schön, wie die Vöglein zwitschern. Ich liebe es. Ja, war doch eine gute Entscheidung, hier jetzt hinzugehen. Oh, Rehe! Wow! Die wissen gar nicht, wohin. Ist ja auch nur ein Mini-Wäldchen. Leon ist gut. Es wundert mich überhaupt, dass es hier Rehe hat. So nah an der Autobahn, in so einem kleinen Wald. Ich glaube, die haben Angst vor dem Hund. Komm, wir gehen lieber weiter. Ich habe hier auch wieder mal meine super bequemen Barfußschuhe an, bei denen man gut den Untergrund spürt. Allerdings ist das Gras nass und sie sind oben nicht wasserdicht. Aber okay, damit kann ich jetzt auch noch leben. Dann habe ich erfrischte Füße. Ja, Leon ist erstaunlich fit heute. Wundert mich. Scheint wohl gut geschlafen zu haben. Schön. Dass er sogar vorausläuft, das ist sehr selten. Normal läuft er immer nur hinter mir. Das gefällt dir hier. Machen wir das jetzt öfter, dass wir hier morgens in das Wäldchen gehen.
Wahrscheinlich fühlt er sich auch deshalb noch hier so wohl, da hier so ein weicher Untergrund ist. Er läuft nämlich auch sehr gerne auf Wiesen. Das ist ja generell besser für Hunde, für den Rücken, wenn man mit ihnen auf Feld- oder Waldwegen läuft und nicht immer nur auf geteerter Straße. Das ist ganz schlecht für den Rücken für Hunde, weil der Boden nicht federt beim Laufen. So, wir sind jetzt nicht ganz das halbe Wäldchen gegangen. Das hat Leon gut geschafft. Dann sind wir wieder gemütlich zurück. Und da es jetzt doch schon ein kleines bisschen wärmer ist, rasten wir hier jetzt noch kurz im Schatten auf kühlen Fliesen. Da kann er jetzt ein kleines bisschen abkühlen. Schon wieder ganz viel Schleim an der Schnüss. Muss dann zu Hause gleich reinigen. Ja, und dann müssen wir nur noch hier um die Ecke gehen. Und dann sind wir auch schon zu Hause. Kleiner Schatz. Jo, heute bin ich mit Leon mal ein bisschen am Kanal. Es ist jetzt erst 9.30 Uhr. Da ist Leon. Ja, und hier ist, wie du siehst, überall noch schön Schatten. Da hinten wäre auch wunderbar Schatten, jetzt den ganzen Weg bis hinten hin. Aber leider kann ich da nicht mit ihm laufen, weil er das nicht schafft. Ja, sehr schade. An den Kanal kann ich leider auch nicht mit ihm. Das habe ich einmal probiert. Da sind hier unten solche Steine. Na, da wollte ich, dass er sich ein bisschen die Füßchen dort unten wenigstens erfrischt. Aber er kann noch nicht mal die Steine laufen. Er ist dann da gestolpert und sozusagen hingefallen. Und ehe er sich dann noch, noch ein Bein verletzt, lasse ich das lieber. Ja, sehr schade. Nö, Männlein. Naja. Aber wenigstens hier im Schatten können wir uns ein bisschen aufhalten. Ne? Komm in den Schatten, Leon. Schnell. Oh, ist fein. Ja. Kann da wenigstens ein bisschen gucken, ein bisschen mal was anderes sehen, als immer nur die Straße und das kleine Wäldchen. Na? Ja. Ja, ich habe ja halt auch das Auto nicht mehr. Wenn ich das Auto noch hätte, dann könnte ich mit dem Auto hier mit ihm hinfahren. Und dann könnten wir auch schön am Kanal langlaufen. Ja, aber da wir zu Fuß hier hin müssen, ist das für ihn dann zu weit. Das schafft der kleine Mann nicht. Aber der genießt das auch hier sehr. Ja, wir verweilen jetzt hier noch ein bisschen und dann laufen wir ganz gemütlich wieder zurück. Ich bin mal wieder mit Leon unterwegs, ne, Spatz? Und heute ein bisschen weiter als sonst. Wir waren erst wieder durch den kleinen Wald. Und dann kommt noch ein bisschen freier Weg und so ein Apfelhain, verschiedene Apfelbäume stehen. Da waren heute auch Schäfchen, allerdings wollte er die jagen, das geht natürlich nicht. Ja, und direkt im Anschluss kommt nochmal ein anderes kleines Zwischenwäldchen. Da sind wir jetzt gerade. Das ist so toll hier zugewachsen. Echt wie im Urwald. Ja, und hier habe ich jetzt auch gesehen, dass auch hier Heilkräuter wachsen, also die Taubnessel, jede Menge, und die Knoblauchsrauke. Klasse. Ja, und direkt hier im Anschluss ist noch ein großer Wald. Da, wo ich damals zuerst den Giersch entdeckt habe. Wenn wir jetzt schon gerade mal hier sind, werde ich da jetzt gleich schnell reingehen und mir noch einiges an Giersch holen. Für meinen ersten Smoothie heute. Ne, Leon? Ja. Hier ist es auch noch schön nass, das Gras. Hat schon ganz nasse Füßchen. Es kühlt ihn schön ab.
und knabbert immer gerne nasses Gras. Das erfrischt ihn dann schön. Ne, Männlein? Ja. Da kann man es aushalten, ne? Schön im Schatten. Ich habe meine Beine und meine Füße auch mit Kokosöl wieder kräftig eingerieben. So werde ich, denke ich, keine Zecke bekommen. Ja, Leon hat sich jetzt ein bisschen bequem gemacht. Hier kann ich allerdings nicht am Boden sitzen, da das Gras nass ist. Aber er kann sich ein bisschen ausruhen. Nein. Ja. Dich fein hier. Ja. Schön kühl, ne? Hast du wieder was gehört? Irgendwas hat er gehört. Kommt da jemand? Er ist so aufmerksam. Das ist echt der Hammer. Der aufmerksamste Hund, den ich bis jetzt hatte. Er bewacht mich auch. Wenn jemand Fremdes kommt, wird er sehr schnell angebellt. Auch im Garten, hast du ja gesehen. Und mittlerweile auch in der Wohnung, wenn er da irgendwas hört, bellt er auch. Ja. Jo, dann gehen wir mal noch ein Stückchen. Schaue ich mal, ob es da einen trockenen Platz für mich gibt, wo ich im Moment sitzen kann. Und danach Girsch holen. Ach ja, Brombeeren habe ich auch am Anfang dieses kleinen Zwischenwalds schon einige wunderbar reife, dicke, fette, süße Früchte mir gepflückt. Mein erstes rohes Frühstück heute. Lecker! Ach, ich liebe mittlerweile Brombeeren total. Ja, hier hinter ist direkt die Autobahn, wie du das wahrscheinlich auch schon wieder hörst. Aber naja, es ist ja trotzdem schön hier. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ja, ich komme. Leon liegt jetzt schön im Schatten und ruht sich aus. Und ich sitze auf der Wiese nebendran in der Sonne. Die zirpsen jede Menge Grillen. Wenn man die Autobahn nicht hören würde, dann wäre das noch schöner. Aber ich versuche es trotzdem zu genießen. Und der Girsch wächst dort. Ah, jetzt ist Leon hier. Dort. Da gefällt es ihm wohl noch besser. Ja, da laufe ich jetzt gleich noch das Stückchen hin. Ich war schon mal mit Leon hier, als ich ihn das zweite Mal bei mir hatte für 2 Tage. Und da wollte er nicht mit in den Wald rein. Mal schauen, wie es heute aussieht, ob er heute mit rein möchte. Ich denke mal schon. Jetzt habe ich allerdings keine Stofftasche dabei. Deswegen kann ich nicht so sehr viel Girsch mitnehmen, aber ja, eine gute Handvoll wenigstens. Hier drin ist der Girsch. Ja, aber es ist sehr zugewachsen. Mal sehen, ob ich da überhaupt noch durchkomme. Ich hoffe es. Ich hab's geschafft. Girsch ohne Ende. Natürlich auch ein paar andere Pflanzen dazwischen. So schön. Mein geliebter Girsch. Ein Paradies. Leon habe ich doch lieber dort gelassen. Ich habe ihn festgebunden, weil das hier sehr hochgewachsen ist alles, wie du siehst. Ja, dann pflücke ich mal.
Es hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Ein Girschstrauß anstatt ein Blumenstrauß. Viel schöner. Ja, das reicht mir für 2-3 Tage. Mehr pflücke ich nicht, da frisch gepflücktes Grün auch täglich Nährstoffe verliert. Ja, und ich ja alle Nährstoffe von dem wunderbaren Heilkraut Girsch aufnehmen möchte. Ne? Sobald Leon wieder weg ist, kann ich ja wieder hier hin und dann hole ich mir neuen Vorrat. Übrigens habe ich auch erfahren, dass es nicht schlimm ist, jetzt so nah an der Autobahn Heilkräuter zu pflücken, wenn sie im Wald wachsen. Und das hier ist ja ein Wald, denn die Bäume halten auch jede Menge Schadstoffe ab. Und hier hinter, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, sind ja auch nochmal jede Menge Bäume, bevor die Autobahn beginnt. Die halten nochmal Schadstoffe ab. Von daher kann ich das hier ruhig pflücken. Hin und wieder zumindest. Ich pflücke ja sonst auch noch woanders. Ne? Ah, ich freue mich. Das wird ein leckeres Frühstücksmoothie. So, jetzt schnell wieder zu Leon zurück. Fein, Leon. Hast du fein gewartet? Super. Feiner Hund. So brav, dieser Hund. Jammert nicht, bellt nicht. Sitzt einfach nur und wartet. Hier sind ja auch Brennnesseln dazwischen. Und die machen mir mittlerweile überhaupt nichts mehr aus. Gut, ich habe eine lange Hose an, aber ich bin barfuß. Ne? Es ist ja sowieso gesund, wenn einen die Brennnesseln ein wenig pieksen. Schadet gar nichts. Vielen Dank, geliebter Wald. Ich segne dich von ganzem Herzen. Ja, bedanken muss man sich natürlich auch, ne? Ja, hallo? Freust du dich? Huh? Hallo, Leon. Ja, hallo, Schatz. Ja, hallo? Ja, freust du dich? Huh? Dass die Tante wieder da ist. Ja, Spitzle, jetzt bin ich wieder da. Ja. Oh, das finde ich total süß, dass er sich in letzter Zeit immer sehr freut, wenn ich mal einen Moment weg war oder wenn ich einkaufen war mit dem Fahrrad und zurückkomme, freut er sich auch total. Du kleiner Teddybär. Ja. Alles gut, Schatz. Jetzt gehen wir dann auch wieder zurück, ne? Ach ja, eins wollte ich noch sagen. Also den Girsch würde ich mittlerweile blind erkennen. Allein schon am Geruch vom Stiel. Wenn ich ihn abgepflückt habe, das ist so ein unverkennbarer Geruch oder Duft. Allein daran würde ich ihn schon erkennen und auch an der Form des Stiels, also an dieser dreieckigen, wie er sich anfühlt. Der ist einfach unverkennbar. Ach, ich liebe ihn. Ja, das soll ja kein Heilkräutervideo werden, deswegen höre ich jetzt auf. Und ich schlag die Heilkräuter normalerweise auch immer dann erst noch an den Füßen ein bisschen ab. Das hat den Sinn und Zweck, dass kleinere Insekten dann abfallen. Die sollen ja in der Natur bleiben, ne? Da wo sie hingehören. Und nicht in meinem Smoothie oder im Reinigungswasser. Wäre ja schade, dann ertrinken sie nur. Noch einen kleinen Eindruck für dich, wie es hier aussieht.
Einmal rundrum. Hier legen wir immer noch mal eine Rast ein, wenn wir in dem Wäldchen waren. Weil hier ist der Boden schön kühl für Leon. Sein Fell ist ja am Bauch rasiert. So kann er dann recht schnell wieder abkühlen. Ja, und Schatten ist hier außerdem. Und auch noch schön leichter Wind. Da kann man es aushalten, ne, Leon? Ja. Ja, in ein paar Minuten, wenn er sich dann abgekühlt hat, dann läuft das kleine letzte Stück dann mit ihm noch nach Hause. Ja, in 3 Tagen wird Leon wieder abgeholt. Einerseits bin ich darüber traurig, da ich ihn natürlich mittlerweile sehr lieb gewonnen habe. Aber andererseits bin ich auch froh, da ich dann wieder meinen geregelten Tagesablauf habe wie bisher. Ja, von daher alles gut. Ja, dann war's das jetzt. Ich hoffe, die Szenen haben dir Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.